herzlich willkommen bei Hallo. So, ich mache das jetzt hier nochmal so. Einfach, da. Ich gucke in die Kamera, ja, wenn ich dran denke. Ich mache das hier gerade nochmal einfach so, weil ich mit meinem Handy das letzte Mal gemerkt habe, dass ich ein ganz massives Problem mit Ton hatte. Ich musste das doppelt rendern und auf das 1600-fache ziehen. Ne, auf das 16-fache. Egal, zweimal auf 400 den Sound erhöhen. Ja. Es tut sich was. Es tut sich die ganze Zeit was hier. Und deswegen möchte ich heute einfach mal so ein kleines bisschen erzählen. Weil dafür mache ich das ja hier eigentlich, um auf dem Laufenden zu halten. Und zum Beispiel nicht, um ungeduscht auszusehen. Wie ich jetzt als Kritikpunkt unter meinen Videos gelesen habe, dass das Waldcamp nicht authentisch wäre, weil Melly und ich die ganze Zeit so geduscht aussehen. Hä? Was habt ihr denn für Vorstellungen? Wieso soll ich denn nicht duschen gehen, wenn ich im Wald bin? Ich habe sogar in der Bäckerfinker duschen können, auch wenn da kein fließend Wasser war. Und da musste ich wirklich noch rantragen. Hier brauche ich einfach nur zum Nachbarn zu gehen und kann da duschen. Egal. Ja, da sieht man wieder, was einige Leute aus meinen Videos rausholen und was andere sich rausholen können. Für all die, die sich was rausholen, Ich lasse mir schon einen Bart die ganze Zeit wachsen hier und rasiere mich gerade nicht. Was keine religiösen Gründe hat, sondern eher, mit der Rolle als Guru zu tun hat. Das ist einfach Kostümierung, ne? Ich habe mir gedacht, ein bisschen Bart, mal gucken, wie das aussieht. So. Ja, und wie gesagt, die Flotology hat halt eben nicht viel mit Religion zu tun, sondern eher damit, uns mit demselben Konzept, mit dem die Religionen uns gefangen haben, aus den Religionen wieder rauszuholen. Zumindest die, die möchten. Also wir, wie gesagt, haben es nicht nötig zu missionieren. Das habe ich eigentlich noch nie nötig gehabt. Ich habe irgendwann begriffen, dass wenn ich mein Ding einfach durchziehe, dabei automatisch so viel passiert, dass die Leute eine Veränderung sehen. Und früher oder später dann eben doch ins Staunen geraten und dann irgendwann immer die Frage kommt, hör mal, wie machst du das eigentlich? Dann kann ich erzählen. Dann habe ich Zugang und dann macht es für mich auch Sinn, den Mund aufzumachen, weil es für mich einfach Perlen vor die Säue ist, zu versuchen, jemanden von irgendwas zu überzeugen, was er gerade gar nicht wissen will. So, ne? Ist einfach viel zu energieraubend. Ja, und so machen wir halt einfach unser Ding und ich freue mich halt eben trotzdem ein Loch im Bauch, dass wir in unserer Facebook-Gruppe, also in der Sektengruppe, in der Flotology-Gruppe, halt schon über 90 Leute sind. Und wenn ich sehe, welche von euch dabei sind, das freut mich so sehr. Das ist so cool. Ja, viele alte Freunde mit dabei. Das freut mich sehr, sehr. Ich freue mich einfach zu sehen, wer von euch da gerade versteht, was ich hier mache. Das tut einfach gut. So, da kann ich locker über all die hinwegschauen, die es nicht verstehen. So, und in dem Sinne werde ich jetzt zum Beispiel auch gleich halt eben nicht im Wald sitzen, sondern mich nach oben in die Kommandozentrale begeben beim Nachbarn und weiter mit dem Schmiedeplänen. Ja, wir planen nämlich eine Schmiede, und zwar eine Friederschmiede. Und das ist, was aus diesem Projekt hier gerade hervorgeht. Also, ne, ich werde hier irgendwann nicht mehr sein, aber dieses Dschungelcamp scheint sich weiterzuentwickeln. Hier passieren gerade Sachen, durch die das auf jeden Fall eine lange Zeit hier nicht vergessen sein wird. Hier entwickelt sich gerade was draus.
Und das ist eigentlich quasi direkt in der Umsetzung schon das, was ich gestern in der Sendung angeregt habe. Macht selber Projekte, die mit Frieden und Ruhe und Liebe zu tun haben. Und der Wald hilft einfach gerade unheimlich dabei. Das ist ein guter Ort, damit anzufangen. Wer das kann, kann es. Und das heißt aber nicht, dass es für alle anderen unmöglich ist. Das geht nicht nur im Wald. Ne? Wie hat Melli das heute so schön noch auf unsere Flyer geschrieben? Tipp für nach der Demo: Demonstriert im Garten weiter oder im Wald. Oder halt eben einfach genau da, wo ihr gerade seid. Und anstelle einer Dschungelprüfung, die ich heute im Wald mache, möchte ich zu einer allgemeinen Dschungelprüfung anregen, die wir alle zusammen machen können. Ich blende hier mal kurz das Jingle ein. Ne? Und dann sind wir bei der Dschungelprüfung, in der wir alle einfach gerade was dafür tun können, dass wir von dem einen Dschungel in den anderen Dschungel zurückgehen können. Aber halt, der Unterschied liegt halt eben zwischen dem Leben und dem Tod. Ich habe hier mit dem Tommy gestern ein sehr interessantes Gespräch halt eben über die Kriegerschmiede und die Friederschmiede geführt und wie das eine aus dem anderen hervorgeht. Und dass das Symbol des Kriegers, das, was den Krieger immer wieder symbolisiert, halt die Waffe ist, das Schwert. Und dass das Schwert aber eigentlich für Gerechtigkeit steht, das ist auf diesem Planeten, dieser Grundgedanke mal sehr pervertiert worden. Denn eigentlich soll das Schwert das Leben sichern und nicht indem es metzelt, sondern indem es für Harmonie sorgen soll. Und wir entwickeln gerade halt eben die Idee des Frieders weiter. Und was halt eben jeder von uns gerade machen kann als Dschungelprüfung, ist sich über solche Gedanken oder mit uns zusammen solche Gedanken zu machen. Wie bekommen wir den Frieden installiert? Also ich bin da schon seit 15 Jahren mit beschäftigt, habe da inzwischen sehr interessante Ideen zu gehabt und auch umgesetzt. Und bin auf dem Weg tatsächlich weltberühmt geworden. Jetzt stellt euch mal vor, was wir alle zusammen hinbekämen, wenn wir auf einmal bekennende Frieder wären, die den Kriegspfad verlassen, das Kriegsbeil begraben und das Schwert wieder einsetzen, um das Leben zu sichern, um den Fried aufzuzeigen, die Grenze, den Punkt, wo es reicht, wo es gut ist, wo es, hör zu, noch einen Schritt weiter in die Richtung, es geht auf meine Kosten, das kann ich leider nicht zulassen. Dadurch aber meinem Gegenüber genau diese Option auch zu geben, zu lernen, irgendwann zu sagen, so, stopp mal, es reicht. Wir sind der Wandel, habe ich heute auch festgestellt. Wir sind der Wandel, wir, all die, die Dinge tun, die ungewöhnlich sind. Diese Dinge verändern was, Stückchen für Stückchen. Und ich glaube, die kritische Masse ist längst erreicht. Ich war jahrelang damit beschäftigt, auf diesen Punkt zu warten, wo endlich die kritische Masse erreicht ist. Das Problem ist, ich werde die kritische Masse nicht sehen können, wenn ich die ganze Zeit meine, sie müsse erst noch kommen. Und seitdem ich diesen Perspektivwechsel gemacht habe und mich einfach schon mal in der Realität empfinde, in der die kritische Masse längst erreicht ist, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, hat mir das sehr viel Ruhe gegeben, mich auf mein Ding zu konzentrieren.
und nicht mehr mit denen da draußen oder irgendeiner kritischen Masse. Die kritische Masse in mir ist definitiv erreicht. Eigentlich schon sehr lange. Wo die kritische Masse in mir dafür gesorgt hat, dass ich Dinge angefangen habe, anders anzugehen. So, und weil das wieder ein haufenweise wirres Gerede war, fasse ich nochmal zusammen, was wir heute alles als Dschungelprüfung alle zusammen machen können, ab heute. Uns mit dem Thema Frieden, Liebe, Ruhe beschäftigen, konzentriert für uns. Und ohne aufdringlich zu werden, ohne zu missionieren, ohne irgendwen von irgendwas überzeugen zu wollen, aber indem wir den Fokus in unseren Gesprächen auf Liebe, Friede und Ruhe lenken, davon mehr wahrnehmen zu können und das auch im Kollektiv. Und dann sehen wir das auch immer mehr. Ich sehe da, ich habe schon so lange überwiegend mit Leuten zu tun, die, mit denen ich im Frieden leben kann. Auf der Finca war das irgendwie nicht nötig, weil da halt eben Leute waren, die explizit gar kein Interesse daran hatten, sondern die einfach nur daran interessiert waren, mir die Show abzunehmen und an meiner Stelle weltberühmt zu werden. Als ob das so einfach wäre. Vor allen Dingen ist das in dem Moment dann überhaupt gar nicht mehr einfach, wo ich einfach gehe und die Show einfach mitnehme, weil ich die Show bin, die ich bringe. Das ist mein Tanz, den ich hier tanze. Und das würde ich euch allen gerne irgendwie mitgeben, dass ihr auch die Option habt, einfach euren eigenen Tanz zu tanzen. Lasst euch dabei nicht auf die Füße treten. Seid flexibel. Wandelt euch. Tut Dinge, die eure Gegner von euch nicht erwarten. Damit bringt er sie aus dem Konzept und dann könnt ihr sie entwaffnen und ihnen den Wind aus den Segeln nehmen. Reagiert einfach nicht so, wie man es von euch erwartet. Dann seid ihr zwar verrückt, ja, aber ihr seid aus den Kampfhandlungen raus und ihr findet zu euch selber. Ich bin gern verrückt mittlerweile. In der Welt, in der verrückten Welt da draußen zähle ich gerne als Verrückter. Hauptsache, ich komme mit mir parat. Ich bin derjenige, der jeden Tag in den Spiegel gucken muss und mit sich selber parat kommt. Oder hier in so eine Kamera oder auf dem Bildschirm, der immer wieder dann doch dazu verleitet, da hinzugucken. Und was ihr auch noch machen könnt, wenn ihr möchtet, ist einfach ein bisschen helfen, die Flotology was bekannter zu machen. Die wird uns, glaube ich, sehr helfen, dabei diese Gedanken weiter rauszutragen. Denn dafür steht die Flotology. Das ist das, wofür wir das Ganze geschaffen haben, damit wir ein Tool haben, um diese Message ein bisschen anders transportieren zu können. Vielleicht ein bisschen aktiver. Und dann kommst du einfach auch woanders hin. Ne, ich habe euch den gerade schon mal gezeigt, ich mache es aber trotzdem. Frieden mit euch allen. Ich liebe euch. Vor allen Dingen all die, die gerade wissen, dass ich sie gerade anspreche. Aber alle anderen eigentlich auch. Weil ich nun mal ein Menschenfreund bin. Und nicht nur ein Menschenfreund, ich bin ein Freund des Lebens. Ich liebe das ganze Leben. Die lieben auch das Leben. Die haben gerade keine Sorgen wegen Corona und so ein Scheiß. Das gibt's hier im Wald einfach nicht. Tschüss.